Ich muss jetzt schon lachen. Ist das? Ja, ist authentisch, ist authentisch. Guten Morgen! War noch mit Steffen, das will er angesagt. Entschuldigung, Entschuldigung. Guten Morgen. Mann, mit Steffen will er angesagt. Heute mit Nico Mara. Nico Mara ist ja. Weiß ich. Hi. Nico. Ich guck grad, wann der Bus kommt. Ja. Ja. Nee, los. Wir sind hier in Großbriesen an der alten Försterei, da wo die Etappe letztens geendet hat, im Burgenwanderweg. Und ja, wie gesagt, Nico Mara ist dabei. Heute mal jemand anderes. Jawohl. Und ja, woher kenne ich Nico? Nico ist eigentlich derjenige, wo ich 2013 nach Potsdam gezogen bin, war es eigentlich der allererste, den ich kennengelernt habe. Ich habe mich damals beim Fußball angemeldet, bei Turbine Potsdam. Und er war der Erste, der mir den Ball zugespielt hat. Ja? Ja, war. Ja, ja, und das macht er bis heute noch, auch im Leben eigentlich. Spielt er mir den Ball zu. Das Problem, ich spiele ihn nie zurück. Das ist, ja. Naja, das kannst du so nicht sagen. Das ist, naja. Heute nehme ich mit. Vergiss mal nicht, dass du den Spitznamen gekriegt hast. Ja, richtig. Von mir. Ja, richtig. Heißt ja auch Sachse. Das ist sein Verdienst, ja. Jawohl. Hab kein Wort gesagt. Hat gesagt Sachse. So ist es. Gut. Ja, zu heute. Ja, Mai. Im April habe ich hier geendet. Mit Veit damals noch. Damals, vor kurzem, so lange ist der April nicht her. Burgenwanderweg. Heute fünfte und vorletzte Etappe des Burgenwanderweges von Großbriesen. Alte Försterei. Da ist Großbriesen. Nach Dippmannsdorf. Sind so 18 Kilometer. Und ja, ihr seid wieder dabei. Nico Mara ist dabei. Kann loslegen, würde ich sagen. Genau, kommentieren. 1. Mai 2020. Mann, Mann, Steffen. Mal wieder, schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, Sachsen war das letzte Mal irgendwo. Hier machen wir erstmal ein Päuschen. Ganz schön warm, muss man die Jacke ausziehen heute. So, da ist er, Nico Mara. Hält sich hervorragend stark. Sehr schön. Ist natürlich schön, ja. Ist natürlich jetzt mit dem bloßen Auge eindeutig besser als wie mit einer Kameralinse. Aber das wisst ihr ja, glaube ich, alle. Wie im Fußballstadion, ja. Bist du voll nah dran, auch mit der Kamera. Denkst du, bist du mega weit weg? Gut, wir melden uns wieder. Ist das schön. Man muss übrigens nicht bezahlen hier für den Aussichtsturm. Ich habe eigentlich, habe ich eigentlich auch schon lange nicht mehr gehabt. Aussichtsturm waren meistens immer so ein Drehkreuz. Hier nicht. Sind wir in Brandenburg? Hier nicht. Nee.
Salve. Mal sehen. Jo, wir sind da, Dippmannsdorf. 5. Etappe des Burgenwanderwegs geschafft. 18 Kilometer. Ganz gemütlich. War sehr idyllisch. Schön, ja. Schön Rotwasser, Quellwasser gesehen, im Bach, Bäche langgelaufen. Das war wirklich gut. Am Grenzständer, das war auch gut, ja. Ja, gut. Alles klar. Wieder fertig. Bis zum nächsten Mal. Eine Etappe noch des Burgenwanderwegs, dann ist es geschafft. Und ja, gut. Hat er gut gemacht. Ja, sollte ich natürlich sagen, hat er gut gemacht, ja. Haben wir gut gemacht, natürlich.